Willkommen zu einem neuen Call of Duty Video. Wir haben gestern ein verdammt großes Update bekommen für Black Ops 4. Da gibt es ganz viele Map-Änderungen, es gibt Waffenänderungen, Spezialisten wurden geändert und wir gucken uns das alles an. Das ist eine verdammt lange Liste, aber wir gehen die ganze Sache mal durch und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas sehen wollt, auch wenn das irgendwie so viele Änderungen sind. Es wird wahrscheinlich ein etwas längeres Video, würde mich aber auf jeden Fall interessieren. Und ich würde sagen, wir springen direkt in die ganzen Änderungen. Den Anfang machen erstmal ein paar Playlisten, die hinzugefügt worden sind. Ein Gun Game ist jetzt mit dabei, Söldner Deathmatch, Moshpit ist mit dabei, Chaos Domination ist mit dabei, das ist ein Domination, bei dem man 6 gegen 6 spielt. Es gibt eine 3 Sekunden Capture Time, das heißt die Flaggen sind total schnell eingenommen und es gibt 150 Punkte pro Runde. Das heißt 300 insgesamt, 100 mehr als das eben bis jetzt immer der Fall war und dann gibt es jetzt Hardcore TDM und Hardcore Kill Confirmed. Dann kommen wir zu den ganzen Waffenänderungen. Hier ist es so, dass bei ziemlich vielen ARs was gemacht wurde. Erstmal ist es so, dass bei allen ARs die Bewegungsgeschwindigkeit, wenn man anvisiert, ein bisschen reduziert wurde und die Anvisierzeit für alle ARs wurde ein bisschen verschlechtert, eben um den ganzen SMGs wieder so ein bisschen den Vorteil zu geben. Oder einen Vorteil haben sie wahrscheinlich trotzdem nicht, aber um eben hier die Diskrepanz zwischen den beiden Waffenklassen ein bisschen zu verringern. Bei der ICR 7 ist es so, dass dann außerdem der Headshot-Schaden verringert wurde und man lädt ein bisschen langsamer nach. Die Vapor wurde auch verändert. Hier ist es so, dass man auf Close Range ein bisschen weniger Headshot-Schaden macht. Der Schaden fällt ein bisschen schneller, das heißt diese Schadensreichweiten, die wurden ein bisschen verkürzt. Und es ist so, dass man mit High Caliber weniger Headshot-Schaden macht, was dafür sorgt, dass man keine 3-Hit-Kills mehr machen kann mit der Vapor. Was schade ist. Auch bei den ganzen SMGs wurde ein bisschen was gemacht. Zum einen wurde die Schadensreichweite der MX9 erhöht. Das heißt, sie macht jetzt bei allen Bereichen ein bisschen mehr Schaden, was auch bedeutet, dass der Close-Range-Schaden ein bisschen erhöht wurde. Das heißt, das wird man da auf jeden Fall auch bemerken, nicht nur, wenn man auf Entfernung spielt. Dann ist es außerdem so, dass auch hier bei High Caliber was gemacht wurde, was bei ganz vielen Waffen der Fall war. Und zwar macht man da auch ein bisschen weniger Schaden, was dafür sorgt, dass man keine 4-Hit-Kills mehr machen kann. Bei der Cordite wurde auch die Schadensreichweite erhöht, auch wieder diese ganzen Abschnitte. Und außerdem ist es so, dass man mit diesem Operator-Mod, wo man so viel Munition dabei hat, jetzt schneller die Waffe am Überhitzen hat. Das heißt, man kann nicht mehr so lange Dauerfeuer geben. Bei der GKS wurden dann die Zeiten zwischen den Bursts mit dem Burst-Mod ein bisschen erhöht. Das heißt, die ist da tatsächlich schlechter. Bei der SAUG wurde die Akimbo-Genauigkeit verringert. Gerade am PC ist das Ding absolut stark und da ist der Patch noch nicht da. Da bin ich echt mal drauf gespannt. Vielleicht kann ich sie davor nochmal ein bisschen testen ohne diese Änderung. Und auch bei den taktischen Rifles wurde einiges verändert. Bei der ABR fangen wir mal an. Hier ist es so, dass man jetzt eine erhöhte Maximum-Schadensreichweite hat. Außerdem ist es so, dass man mit dem Repeater-Mod, den es gibt, jetzt ein bisschen länger braucht, bis die Feuerrate erhöht wurde. Mit einem Schaftaufsatz hat man jetzt ein bisschen weniger Speed, wenn man anvisiert. Und außerdem ist es so, dass die jetzt besser aus der Hüfte schießt mit Laser und Laser 2. Bei der Swordfish ist auch so, dass eine High-Caliber-Anpassung gemacht wurde. Da wurde auch der Headshot-Schaden verringert, dass man keine 3-Hit-Kills mehr machen kann. Und außerdem ist es so, dass man jetzt hier nicht mehr Munition bekommt, wenn man den Penta-Burst-Mod mit dabei hat. Auch bei den Snipern wurde einiges verändert. Da fangen wir an mit der Paladin. Hier ist es so, dass man mit High Caliber 2 beim unteren Torso-Bereich weniger Schaden macht und es sind keine One-Shots mehr möglich, wenn der Gegner geboostet ist durch Crash, also wenn der 200 Leben hat. Ansonsten funktioniert alles wie immer. Bei Vormantelgeschoss 2 ist es so, dass jetzt der Schaden verbessert wurde gegen Scorestreaks. Und mit Stabilizer 2 ist es so, dass man schneller wieder die Luft anhalten kann, nachdem man schon mal die Luft angehalten hat. Das heißt, der Spieler, der Sniper, den man da gerade steuert, der kommt schneller wieder zu Atem. Bei der Outlaw wurde auch ein bisschen was gemacht. Die wurde tatsächlich verbessert. Hier ist es so, dass jetzt der Schaden von 110 auf 120 angehoben wurde. Man hat jetzt ein bisschen weniger Bewegung des Visiers, wenn man anvisiert. Es ist so, dass man sich schneller bewegen kann, wenn man gerade anvisiert und allgemein mit der Waffe ein bisschen schneller unterwegs sein kann, was auf jeden Fall auch wichtig ist für die Waffe. Die macht zu wenig Schaden. Da, glaube ich, ist es ganz gut, wenn man damit ein bisschen schneller unterwegs sein kann. Bei der SDM hat man jetzt statt 12 10 Kugeln mit dabei. Und es ist so, dass sich die Waffe ein bisschen weniger hin und her bewegt, wenn man anvisiert. Auch bei der Koschka wurde was gemacht. Statt 120 macht man jetzt 140 Schaden. Und außerdem ist es so, dass man mit dem Schaftaufsatz ein bisschen schneller unterwegs sein kann, wenn man anvisiert. Das heißt, da wurde ein bisschen was gebufft, ein bisschen was verbessert. Kommen wir zu den LMGs. Kommen wir zu Titan.
Das ist ja eine Waffe, die viele hassen. Und hier wurde ein bisschen was gemacht, aber ich glaube, die ist immer noch stark, wenn ich das so mitbekommen habe. Ich habe es jetzt nach dem Patch noch nicht spielen können. Wie gesagt, am PC ist der leider noch nicht da, aber man hat jetzt den reduzierten Headshot-Schaden, was, denke ich, ja nicht verkehrt ist. Außerdem ist es so, dass man aus der Hüfte ein bisschen schlechter feuert, was verdammt gut ist. Ich meine, das ist eine LMG, die ist nicht für den Nahkampf gedacht und im Moment kann man die Leute aus der Hüfte im Nahkampf schon oft ziemlich gut wegsprayen und ich denke, da ist gut, wenn was gemacht wird. Und außerdem ist es so, dass man mit dem Schaftaufsatz setzen ein bisschen schneller unterwegs ist, wenn man anvisiert. Umgekehrt ein bisschen langsamer unterwegs ist, wenn man anvisiert, meine ich natürlich. Das heißt, das wurde auch verschlechtert. Dann kommen wir zur VKM. Hier ist es so, dass man sich jetzt ein bisschen langsamer bewegt, wenn man gerade feuert. Es ist so, dass der Schaden ein bisschen verringert wurde, aber nur ganz wenig. Da haben wir jetzt nicht genau gesagt, was passiert ist. Und mit dem Bullet Trace Operator Mod ist es so, dass der Bullet Trace jetzt so ein bisschen geringer ist. Da bin ich mir gar nicht ganz sicher, wie das alles funktioniert, was da genau gemacht wurde. Die VKM mit dem Operator Mod habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Dann kommen wir zur Hades. Da habe ich ja auch ein Video gemacht. Das ist ja diese kleine Minigun oder man kann das Ding als Minigun spielen. Und hier ist es so, dass man jetzt einen schlechteren Bewegungsspeed hat und die Genauigkeit wurde auch verschlechtert. Dafür ist es allerdings so, dass der Griffaufsatz jetzt für weniger Rückstoß sorgt. Allerdings halt in der normalen Handhabung, wenn man den eben ganz normal spielt und jetzt nicht den Operator-Mod noch mit dabei hat. Auch bei den Pistolen wurde was gemacht. Die RK7 hat jetzt eine längere Zeit zwischen den Bursts. Das heißt, die wurde da verschlechtert. Und es ist so, dass man langsamer nachlädt. Keine Ahnung, ich hatte nicht das Gefühl bis jetzt, dass die Waffe irgendwie sehr gut ist oder overperformt, aber die wurde ein bisschen verschlechtert. Bei den Shotguns wurde auch was gemacht. Bei der MOG-12 ist es so, dass der lange Lauf jetzt die One-Hit-Range nicht mehr ganz so stark erweitert, wie das davor der Fall war. Und dann gibt es ja diesen Feueraufsatz-Mod für die Shotgun und da gab es irgendwie einen Bug mit der Anzeige, mit der Animation. Der wurde behoben. Und bei der SG-12 ist es so, dass es irgendeinen Bug gab mit diesem Strobe-Licht, das wurde behoben. Und es ist so, dass bald noch ein Update kommt, wo man ja nicht so weit blenden kann, wie das gerade der Fall ist. Dann wurde was an einigen Aufsätzen gemacht, was sich für alle Waffen dann auswirkt. Zum einen wurde bei Griff 2 dafür gesorgt, dass man weniger Flinch hat, wenn man anvisiert. Geile Sache auf jeden Fall. Dann ist die Schadensabfallreichweite beim Schalldämpfer verringert worden. Das heißt, der Schalldämpfer ist jetzt ein bisschen besser. Dann ist es so, dass das Solo-Visier für weniger Rückstoß sorgt, wenn man anvisiert. Das gleiche gilt für das Dual-Zoom-Visier und für das Recon-Visier. Beim Elo-Visier hat man allerdings jetzt ein bisschen mehr Rückstoß und das sind die ganzen Änderungen, die an den Waffen gemacht worden sind. Bei den Spezialisten wurde allerdings auch was gemacht und da starten wir mit Ajax. Bei Ajax ist es so, dass man zum einen jetzt halt Schaden machen kann, wenn man eine Explosion vor Ajax wirft. Das heißt, das Schild lässt jetzt so ein bisschen Schaden von vorne durch und außerdem bekommt Ajax das Schild ein bisschen später, ein bisschen langsamer, was eine gute Sache ist. Das Ding ist overpowered, mich nervt es auf jeden Fall. Bei Nomad wurde was geändert und zwar ist es so, dass der Hund jetzt verschlechtert wurde. Der hat jetzt 10% weniger Leben. Da bin ich gespannt, wie sich das auswirkt. Bei Crash ist es so, dass man weniger Punkte bekommt, wenn die Teammates die Munition aufnehmen. Statt 50 Punkte bekommt man jetzt 25 Punkte. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, warum die Änderung am Start ist. Die Munition nimmt doch eh niemand. Bei Firebreak ist es so, dass der Flammenwerfer jetzt besser ist, wenn man gegen Leute spielt ohne Taktikmaske. So wie er anscheinend während der Beta war. Ich glaube, der wurde fürs fertige Spiel ein bisschen zurückgepatcht. Bei Recon ist es so, dass der Sensor-Dart jetzt kürzer aktiv ist. Und außerdem gibt es irgendwie einen Voice-Over-Bug, der behoben wurde. Bei Torque ist es so, dass die Barrikaden jetzt schneller verdient werden und mehr Punkte geben. Warum? Verstehe ich nicht. Nervt. Gut, ist so. Und dann sind allgemein einige Spawn-Änderungen gemacht worden. Am ganzen Spiel, bei verschiedenen Modi, auf verschiedenen Maps. Bin ich gespannt, ob sich das irgendwie positiv auswirkt. Manche Maps haben auf jeden Fall komische Spawns. Finde ich gut, dass sie sich die ganze Sache irgendwie angucken. Dann wurde was bei den Gears gemacht, bei den Ausrüstungen gemacht. Und eine Änderung gefällt mir da gar nicht gut. Der Stimshot heilt jetzt nämlich langsamer. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll, ist aber auf jeden Fall der Fall. Und dann hat es irgendwie Probleme mit der Rüstung gegeben, die irgendwie Hits geschützt hat oder den Spieler vor Hits geschützt hat, wo sie nicht schützen sollte, wenn der irgendwie High Caliber mit dabei hat und so ein Kram. Und das wurde gefixt. Und außerdem wurde beim Akustiksensor die Reichweite verringert, mit der man rennende Gegner aufspürt. Auch bei den Perks wurde was gemacht. Zum einen ist Totenstille leicht verschlechtert worden und bei Techniker hat man irgendwie den Helikopter bei Heist rot gesehen, das wurde auch gefixt. Bei den Streaks gab es irgendwie einen Bug mit der Mantis, die einfach zerstört wurde, wenn sie außerhalb des Spielfelds war. Also die ist anscheinend manchmal aus Versehen rausgelaufen und ist dann zerstört worden. Das wurde gefixt. Dann ist es außerdem so,
dass dieser Dart, den man werfen kann, jetzt ein bisschen mehr Schaden macht und auch die Reichweite wurde erhöht und das Strike-Team zählt jetzt nicht mehr zu einer Nuke dazu. Blöd für mich, hätte ich vielleicht noch machen sollen, die Nuke mit dem Strike-Team, jetzt ist es zu spät. Bei den ganzen Gameplay-Sachen wurde auch was geändert. Zum einen sind jetzt Weitschüsse leichter für ARs, taktische Rifles, SMGs und LMGs. Das heißt, die Reichweite für die Medaillen wurde ein bisschen verringert. Dann ist es so, dass die Hardstop-Challenge jetzt nicht mehr resettet. Es gab dann bei der Marksman-Mystery-Challenge auch irgendwie einen Bug, der wurde gefixt. Dann ist es so, dass man irgendwie bei Team-Score-Streaks, wenn man die zerstört hat, Punkte bekommen hat. Bin mir nicht ganz sicher, was da los war. Das ist nicht mehr der Fall. Und es ist so, dass man, wenn man Emotes aktiviert, sich nicht mehr hinlegen kann und hinsetzen kann. Dann ist es so, dass bei Modes ein bisschen was gemacht wurde. Zum einen bekommt man mehr XP bei Heist, man bekommt mehr XP pro Kill bei Frei für alle. Dann gab es einen Bug bei Hardcore-Wins, die wurden irgendwie nicht zu Challenges dazu gezählt. Das wurde gefixt. Bei Frei für alle hat man, wenn man Recon gespielt hat, Assist-Punkte bekommen, was natürlich keinen Sinn macht. Das wurde gefixt. Und es gibt irgendwie eine Option bei Custom-Games, bei dem man die Bombe platzieren kann, ohne Sounds zu machen. Das hat nicht richtig funktioniert. Und funktioniert jetzt richtig. Dann wurde auch was bei einigen Maps gemacht, was ich eine ziemlich krasse Sache finde. Bei Icebreaker gibt es jetzt ein neues Cover an einem Spawn, damit man da nicht mehr gespawntrapped werden kann. Und es gibt einen Headglitch, der entfernt wurde. Ich blende euch die Kiste mal ein im Hintergrund. Das heißt, dieses gelbe Ding wurde entfernt, dass man da eben nicht im Headglitch stehen kann und in den Spawn reinschießen kann. Allgemein wurden dann bei anderen Maps auch solche Sachen gefixt. Da wurde jetzt nicht ganz genau dazu geschrieben, was genau gemacht wurde. Bei Slums gab es das irgendwie und bei anderen Maps auch noch. Das heißt, irgendwelche Cover wurden leicht verschoben, damit eben Spawn-Trapping nicht ganz so einfach ist. Und es ist so, dass es allgemein so ein paar Map-Fixes gab, wo man halt irgendwie unter die Map kann, wo man geglitscht hat und so weiter. Das wurde auch behoben. Und dann gab es wohl irgendwie noch einen Bug bei Schritten im Game, also die Schritte, wie man die hört im Game, die wurden auch behoben. Bei Blackout wurde auch was gemacht. Natürlich, es gab Audioanpassungen, die Rüstung wurde leicht verschlechtert. Es gibt jetzt irgendwie Missionen für die ganzen Spezialisten. Da waren einige am Anfang anscheinend noch nicht aktiv, die sind jetzt aktiv. Und allgemein gab es wieder Bugfixes. Gleiches gilt für Zombies, hier gab es auch Bugfixes. Und außerdem bekommt man jetzt anscheinend mehr XP, wenn man Hardcore oder Realistisch spielt. Und ja, das sind die ganzen Änderungen, die gemacht worden sind mit dem neuen Patch. Holy shit, da wurde echt viel gemacht, gerade an den Waffen. Keine Ahnung, gefühlt wurde jede Waffe irgendwie ein bisschen getweakt und ich bin extrem gespannt, wie sich das alles spielt. Ihr könnt mir schon mal in die Kommentare schreiben, wie sich das alles spielt. Ich selber muss noch ein bisschen warten. Der Patch kommt für den PC leider erst nächste Woche. Was bedeuten könnte, dass wir nächste Woche vielleicht schon Waffen bekommen, beziehungsweise in den nächsten Tagen vielleicht Waffen bekommen oder irgendwie andere neue Inhalte bekommen. Denn wenn ein Patch für den PC verzögert wird, dann bedeutet das meistens, dass in dem Patch schon irgendwas enthalten ist, was noch released werden soll in der nächsten Zeit und das soll nicht gefunden werden am PC. Da bin ich mal gespannt. Da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden und ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe natürlich sehr, euch hat es gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da für weitere Call of Duty Videos. Lasst gerne auch ein Abo da. Wir sehen uns dann morgen wieder zu einem neuen Video. Macht's gut, bis dahin.